So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Ich bin immer noch in einer Aufnahme, ich habe mir gedacht, ich nehme noch eine Folge für dieses Wochenende auf. Einfach nur, weil ich gerade so munter dabei bin. Ne, weil ich gerade so munter dabei bin und so. Wir wollten in der letzten Folge ein bisschen was machen, um zu gucken, wie es ausschaut mit unseren Ressourcen für unsere Weltherrschaft. Damit hier nichts schief geht und so. Und wir halt wegen einem kleinen Ressourcenknappheit... einer kleinen Ressourcenknappheit, unsere Weltherrschaft wieder abgeben müssen. Na, das können wir ja nicht machen. Das kann da ja vergessen. Das machen wir nicht. Wir bleiben Weltherrscher. So, ich mach mal kurz hier, bastel ich ein paar Wege für die Ökonomik. Okay, dann nicht. Dann gucken wir mal, vielleicht könnten wir hier noch einen Bauernhof hinbauen. Wir schauen erstmal, was wir brauchen und dann schauen wir, wo wir das alles hinbauen dann. Okay, dann holen wir mal unsere Statistik her. Dann schauen mal unsere Produktion ein bisschen an. Wir haben jede Menge Bretter. Jede Menge Steine. Genau, ich lese nochmal die Zahlen vor. 46 Bretter, 343 Steine. Alles, wo ich jetzt nicht mit der Maus drauf gehe, davon haben wir dann 0 Stück auf Lager. 9 Fische ist natürlich ein bisschen wenig. 1615 Wasser ist viel zu wenig. Da müssen wir mal schauen noch, wie wir da diesen Engpass überwinden. 188 Bier. 127 Kohle. Kein Eisen, kein Gold. Ja, wir brauchen Gold und Eisen. Ein paar Münzen, 2 Stück. 2 Zangen, 18 Äxte, 7 Sägen, 4 Spitzhacken, 36 Hämmer, 17 Schaufeln, 13 Schmelzpfannen, 12 Angeln, 23 Sensen, 22 Beile, 5 Nudelhölzer, 10 Speere und 22 Flöße. Ja. Ich mach mal die Karte weg, einfach jetzt mal schnell. So, dann holen wir jetzt mal die Spielerstatistik ein bisschen runter. Dabei gehen wir mal nach unten. So, hier sind wir jetzt daheim. Genau, wir haben hier ein bisschen Platz, aber ganz ehrlich, da hier kümmern wir uns um gar nichts mehr. Das passt schon so. Hier ist schon wieder ein Stau. Um den kümmern wir uns jetzt mal. Wo liegt das Problem, Freunde? Ah, hier. Da kann nämlich noch eine Straße hin. Jetzt ist die Schnellstraße natürlich weg. So, machen wir hier noch eine Straße hin. Dann schauen wir mal, hier geht es immer noch nicht. Hier auch nicht. Ja, hier ist der Engpass natürlich. Diese eine Straße hier hat keine Chance, irgendwas zu reißen. Das ist, ja, blöd gelaufen. Ist die Frage, ob wir da hinten noch... Ja, der Bauernhof kann natürlich... Ach, der Bauernhof hat keinen Platz. Ja, dann bringt's den überhaupt nicht. Dann reißen wir den jetzt einfach ab, dezent. Das bringt's nicht, wenn der hier natürlich nichts machen kann, weil hier Holz und so ist. Ja, ist egal. Dann bauen wir hier stattdessen lieber ein Lagerhaus hin. Dann kann man das Ganze nämlich dosieren. Dann können Sachen hier eingelagert werden und von hier aus dann auf die ganzen Regionen verteilt werden. Geht halt nicht anders. Was machen wir jetzt mit euch hier unten, Freunde? Schauen wir mal, ob man den Weg hier... Ja, hat so auch keinen Wert. Hat so auch keinen Wert. Das können wir uns auch sparen. Jo, machen wir weg. Ärgerlich. Was macht man jetzt hier mit dem Weg, um den zu entlasten? Genau, wir wollten hier ein Lagerhaus hinbauen. Da baue ich hier mal ein Lagerhaus hin. Es wird natürlich jetzt auch wieder ewig dauern, bis dort die Materialien ankommen. Aber okay, da kannst du nichts machen. Ist halt so. Und wir haben jetzt eine Farm abgerissen. Die würde ich dann gerne dort unten wieder aufbauen. Hier, wo wir jetzt ein bisschen Land gewonnen haben. Ich denke hier. Am besten so nah wie möglich halt an unserem, Ländereien da oben. Damit wir da nicht so lange transportieren müssen. So, was ist jetzt mit dir? Wie funktioniert das jetzt? Wie funktionierst du, Mensch? So, Festung ist voll besetzt. Sehr gut. So, können wir hier noch einen Weg bauen.
Schauen wir mal, ob wir hier außenrum den Weg leiten können. Ich schau mal erstmal, ob hier was zu holen ist. Ne? Das Übliche. Geht ihm immer nur ums Geld, immer nur ums Ausbeuten alles hier, ne? Okay, die langweilen sich natürlich alle, ist ja auch kein Wunder. So, jetzt gucken wir mal nochmal da oben nach der Staustelle. Staustelle? Hört sich noch Baustelle an. Ist hier eigentlich, läuft hier eigentlich alles irgendwie flüssig? Wie Durchfall? War das hier die Stelle? Oder war die da unten? Ach, die war hier. Nee. Hab schon total vergessen, wo das war. Da ist unser Hinternfelsen. Das heißt, hier oben muss das irgendwo gewesen sein. Hier, glaube ich, war die ursprüngliche Staustelle mal. Aber das sieht ja gut aus. Obwohl die Schlosserei wieder nichts zu tun hat. Guck mal ganz geschwind. Ach, Granitbergwerk fehlt uns noch. Oh, er hat Gold gefunden. Wo hat er Gold gefunden? Schauen wir mal nach. Da unten. Ja, geil. Dann bauen wir hier doch gleich mal ein Goldbergwerk natürlich. Hier, Goldbergwerk. So. So, wir machen hier dann gleich noch eine Goldschmelze hin. Eisschmelzbäckerei. Münzpräge meine ich. Entschuldigung, Münzpräge. Goldschmelze war es ja dann bei Siedler 4 und so weiter. Siedler 3 und so. Wäre auch eigentlich ein cooles Spiel, was man let's playen könnte. Überlege ich mir mal. Vielleicht danach Siedler 2 nächste Generation. Oder so. Schauen wir mal, wie wir das machen. Okay. Schauen wir mal, was hier ist. Tagebäude erobert. Das war dieses hier. Sehr schön. Gut. Gut, gut. Ja, ich gehe mal jetzt nochmal nach dem mich um den Stau kümmern da oben. Wie eigentlich ursprünglich geplant. Ich könnte hier eigentlich nochmal eine Wachstube hinbauen. Oder eine Baracke. Ja, machen wir hier oben noch eine Baracke hin. Nur um sicher zu gehen, dass da unten das Land gesichert ist halt. Jetzt schauen wir mal, ob hier ein bisschen Granit ist. Hier ist nichts. Das heißt, hier machen wir eine Fahne hin. Ach, zu einer anderen Fahne. Machen wir hier eine Fahne hin. Bauen hier einen Weg hin. Und holen hier nochmal einen Fridolin hin. Ich muss mal jetzt wieder abgewöhnen mit dem Fridolin. Es ist so ganz zufällig, wie es aufgetaucht ist irgendwie. Ja, Gold gefunden. Wo diesmal? Da unten. Ja, cool. Jede Menge Gold haben wir hier. Könnten wir alles eigentlich ausbeuten, wenn wir gerade so munter beisammen sind schon. Was war? Ach, da war nichts, da sehe ich eine Fahne. Jimmy! Da oben ist überall nichts. Die Wachstube gehört uns schon. Das ist gut. Können wir dann eigentlich dann zum Ende der Folge nochmal eine kleine Wachstube holen, denke ich. Von unserem Gegner. Oder den Turm hier. Ich glaube, der Turm ist besser. Weil die Türme, die sind sehr nervig. Vor allem, weil die... Obwohl, nee, wir gehen erst nach links. Wir gehen erst nach links, holen uns das Land auf der linken Seite erst und dann gehen wir erst wieder nach rechts weiter. Würde ich sagen. Das ist jetzt so der Plan. Granit gefunden. Da ist Granit. Ja, sehr cool. Dann bauen wir hier ein Granitbergwerk hin. Mache ich jetzt hier einfach mal hin. Ich schau mal, kann man das hier... Hier auch drum. Ja, sehr gut. Kannst auch hier rumleiten. Und warte mal, wo ist das Lagerhaus gleich nochmal? Ist nicht hier. Ist da oben irgendwo. Okay. Ja gut, dann müssen wir es gar nicht nach da unten leiten eigentlich. Dann lassen wir es so. So, jetzt gucke ich mal nach unserem Sorgenstau hier oben. Da ist noch mehr Granit. Ja, geil. Dann bauen wir gleich noch eins. Das baue ich dann aber hier hin. Granitbergwerk. So. Lagerhaus wurde errichtet. Sehr gut. Dann können hier jetzt Sachen rein. Geil. Machen wir hier jetzt noch einen Weg hin. So. Diese Baracke stört. Diese Baracke stört. Ich will sie aber auch nicht abreißen, weil ich will das Land nicht verlieren. Mensch. Furchtbar. Wie könnten wir das jetzt machen? Bin überfragt.
Ja, ich frage mich, warum ist das ganze Holz nach oben kommt, wenn dort unten das Sägewerk ist. Grrr. Diese KI. Lästig. Dann bauen wir mal hier eine Straße. Hier geht immer noch nicht. Lagerhaus, wo diesmal? Ach, hier unten. Ja, okay. In Ordnung. Dann würde ich sagen, bauen wir hier unten auch nochmal unsere kleine Lebensmittelproduktion auf, um die dort unten einfach zu versorgen. Schauen wir mal, können wir hier uns eigentlich... Nee, können wir nicht. Aber ich denke, von hier geht's. Ach ja, wir können ja jetzt hier... Ah, wir können jetzt hier eine Wasserstraße bauen. Na klar. So nämlich. Fahne setzen. Sehr gut. Und dann bauen wir hier eine Straße rüber. So nämlich. Dann mache ich das weg. Und dann bauen wir hier ein Goldbergwerk hin. Ein weiteres. Ja, ich will sicher gehen, dass unsere Produktion, dass die halt auch wirklich am Laufenden bleibt. Weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Da gibt man sich dann immer so alle Mühe, irgendwie hier seine Weltherrschaft an sich zu reißen und ja, dann scheitert es am Gold. Ist ja so oft so, schon oft so gelaufen, ne? So, hier wird gebaut, da wird gebaut. Und ja, da drüben war nichts mehr. Schade. Müssen wir mal überlegen. Also wir machen jetzt hier unten einfach eine zweite kleine Nahrungsmittelproduktion. Hier zum Beispiel können wir eine Fischerhütte hinbauen. Das machen wir mal. Die versorgt dann da unten das. Hoffentlich. Genau. Oh, da kriegen sie alle Münzen. Ja, geil. Warten wir noch eine Weile, ne? Bevor wir hier... Ach. Garstiger. Also bevor wir den hier jetzt angreifen... Oh, 19 Leute. Alter Schwede. Warten wir noch, bis die ganzen Generäle hier unten also wieder aufgerüstet sind. Hier, ne, seht ihr schon, so gut wie kein General drin. Das müssen wir ändern. Ich schau mal, ob man das irgendwie hinkriegen, ob man das irgendwie forcieren kann. Aber ich glaube nicht. Egal. Gut, die Wasserstraße wird gebaut fleißig. Und ich denke, wenn wir dann da drüben hier noch Fuß gefasst haben, also hier, dann können wir, glaube ich, da drüben auch nochmal eine bauen. So, da kommt Gold. Wie viel Kohle hat er denn? Eines. Okay, ja, das ist nicht viel natürlich. So, der Bauernhof wird gebaut. Sehr schön. Genau, und ich wollte mich immer noch, wie schon seit Beginn der Folge ungefähr, wollte ich mich um diesen Stau da oben kümmern. Nee, nicht da oben. Der war noch weiter oben. Der war hier. Ja, da ist er ja. So, das Lagerhaus wird natürlich jetzt überfüllt werden mit ganz... Gar nicht mal. Es sind nur ein paar Holzbretter, die da drin landen. Hm. 835 Besiedler haben wir. Also Gehilfen. Ist natürlich ein bisschen was. Also es reicht für eine Weile. So, die ganzen Bretter landen jetzt hier. Das heißt, die werden schon mal nicht weggebracht da unten. Das ist sehr gut. Die können schon mal keinen Stau mehr auslösen. Und wir könnten hier eigentlich nochmal... Hm. Ja, jetzt geht's natürlich nicht, weil jetzt hier ein Baum wächst. Ja gut, ist blöd. Ja, da müssen wir uns was überlegen, Freunde. Ja, aktuell kann ich nicht viel machen. Also ich habe jetzt ein Lagerhaus gebaut da oben. Da wird jetzt das Holz drin gelagert. Das heißt mit anderen Worten, da wird die Fahnen da unten werden nicht mehr so krass ausgelastet wie vorher. Ich hoffe mal, dass sich jetzt das mit der Zeit regelt. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt für die Folge erstmal dabei und schauen dann in der nächsten Folge, also in meiner nächsten Aufnahmesession, schauen wir dann nochmal rein. Da die Aufnahmesession morgen schon ist, hoffe ich natürlich, dass ich es auch nicht vergesse. Ich schaue mir einfach morgen die Folge nochmal an. Easy. Keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch. Wo denn? Da unten. Ja, okay. Tschüss. War schön mit dir. So, damit wir mal hier unten auch ein bisschen Action rankriegen. Mund ist schon wieder fusselig. So, machen wir es so und ich schneide den Weg hier ab.
So. Brauchen wir ja nicht. Das ist ja irgendwie blöd hier mit dieser komischen Kurve da. Gebäude errichtet Baracke. Sehr gut. Das heißt, die wird jetzt bald besetzt. Dann können wir uns hier ein bisschen Land wieder zurückholen. Easy, würde ich sagen. Was baut er hier? Eine Eisenschmelze und ein Katapult. Na, klasse. Ich hoffe, das ist nicht in Reichweite. Können wir das eigentlich angreifen? Nee, kann man nicht. Okay, egal. Ja, ich hatte euch noch eine kleine Invasion versprochen, aber wir sind noch in der Mitte der Folge. Also, geduldet euch noch einen Moment. So, genau. Ich wollte hier noch eine kleine Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Das heißt, was wir brauchen... Hier ist das Floß mit unserem Träger unterwegs. Oh, da kommen sie, die Münzen, sehr. Da kommen die Münzen rüber, sehr gut. Herr Fischerhütte, Goldbergwerk. Dann können wir mal gucken, ob man hier noch irgendwo... Granitbergwerk, sehr gut, ist fertiggestellt. Sehr gut. Ja, gefällt mir. Und was wir noch machen könnten eigentlich... Ah, wisst ihr was, das mache ich. Ich baue hier eine Straße hin und dann bauen wir hier... Ach, geht nicht. Doch, das machen wir. Wir bauen hier noch eine Straße hin. Ja, und eine Fahne setzen wir. Hier bauen wir eine Wasserstraße nach hier. Ja, so machen wir das. Einfach um die Sachen hier ein bisschen zu entlasten. So, Granitbergwerk ist natürlich auch fertig. Haben wir ja gesehen. Waren wir ja live dabei. Und das der Bauernhof ist auch fertig. Sehr gut. Dann beginn mal dein Tageswerk. Hier baue ich jetzt mal schnell eine Holzfällerhütte. Wisst ihr, wieder so eine Einweg-Holzfällerhütte? Hier hin. Damit hier das Gemüse wegkommt. Das hat er nämlich schön fleißig natürlich noch zugebaut, bevor er hier vernichtet worden ist. Und dann könnten wir hier unten eigentlich mal gucken. Ja, das machen wir mal. Genau, was uns jetzt immer noch an Ressourcen fehlt. Produktion, Ressourcenproduktion. Also Holz, also Baumstämme, da brauchen wir mehr, jetzt haben wir mehr als genug. Ist jetzt natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil wir ein paar Holzverlöten abgerissen haben, aber das ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. Solange halt an dem Holz sich nichts ändert. So, Gold geht jetzt wieder nach oben. Das sind die ganzen Goldbergwerke, die sich jetzt auszahlen. Eisen geht wieder nach unten. Müssen wir ein paar mehr Eisenbergwerke bauen. Okay, das merken wir uns jetzt mal vor, das machen wir gleich. Wenn das Auto gespeichert hat. So, Autospeichern ist fertig. Sehr gut. Werde ich dann gleich nochmal, wenn wir hier die Statistikanalyse gemacht haben, schon mal nachgucken. Die Eisenbahnen natürlich schwanken auch in etwa gleichem Maße. Wie schaut es mit der Kohle aus? Die ist auch zurückgegangen. Ärgerlich. Da müssen wir uns was überlegen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Kohlebergwerke. Die Bierproduktion ist konstant geblieben. Waffen schwankt natürlich. Ist kein Problem. Werkzeuge. Ja, brauchen wir auch nicht so dringend jetzt. Flöße sowieso nicht. Münzen. Ja, hat mal geguckt, genau. So, mache ich die Dinger alle wieder aus. Und schauen wir jetzt mal nach Nahrungsmittel. Es schwankt extrem. Können wir lassen eigentlich. Passt schon. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen stabilisieren. Ja, hier seht ihr schon. Abgedroppt bis zum geht nicht mehr. Stabilisieren wir noch ein bisschen. Das machen wir einfach so. Ist easy. Geht ja schnell. So, ja, dann machen wir das. Ich guck mal ganz kurz nach dem Militärgebäude besetzt. Ob wir ein bisschen Land zurückgewonnen haben. Ja, haben wir. Okay, die Grenze muss ja stabil gehalten werden, ne? So, was war jetzt da oben? Stein. Ich glaube, das Granitbergwerk... Ach nee, das haben wir erst gebaut. So, Goldbergwerk ist fertig. Sehr gut. Der Reihe nach werden alle unsere Gebäude fertig, habe ich so das Gefühl. Ich gucke jetzt mal schnell noch hier oben. Da oben ist das Lagerhaus. Wisst ihr was? Ich mach's mal so. Dann lohnt sich die Wasserstraße hier wenigstens und kann dann hier das ganze Zeug hier hinten rum ins Lagerhaus bringen. Einfach nur, um das zu verhindern, dass hier nochmal ein Stau entsteht. Eselzucht ist fleißig am Produzieren. Wie viele Esel haben wir denn jetzt? Schauen wir schnell im Hauptquartier. Hier bei Bürgern haben wir insgesamt 156. Was? Krasser Shit. So, Fischerhütte ist aufgebraucht. Die da.
Ja, okay, dann können wir sie abreißen. Jo, tschüss. Schade. Müssen wir gleich wieder eine neue bauen irgendwo. Nämlich da unten irgendwo vielleicht. Im Feindesland, was wir ja jetzt erobert haben. Weil da, denke ich, wird noch nicht so viel abgebaut worden sein. Ja, da hier zum Beispiel. Der Bauernhof ist sehr unproduktiv. Da oben habe ich auch was sehr Unproduktives gesehen. Moment, wo war es denn? Ja, die Schlosserei natürlich. Weil das Eisen fehlt. Mist. Ich guck mal nach den Eisenbergwerken. Geschwind. Eisen 100%. Ich baue noch mal ein paar. Ich glaube, hier hinten war auch Eisen. Ich schau mal nach. Ich lass mal vom Fridolin nachgucken. In der Zwischenzeit bauen wir hier nochmal eins. Und hier auch nochmal. Wir nutzen alles aus. Obwohl, das ist zu dicht. Nee, das reißen wir ab. Das ist zu dicht an dem anderen Bergwerk dran. Ich wollte die Fahne abreißen. Nicht da noch eine neue hinsetzen. Die Eisenschmelze läuft aber einwandfrei eigentlich. Ich glaube, der Transportweg ist einfach viel zu groß. Und wegen dem Stau hier unten kommt das Eisen auch nicht an. Ach, der Stau hat sich gelöst. Ja, sehr gut. Wie schaut es aus mit dem Lagerhaus? Was ist da jetzt alles drin? Holz in erster Linie und Kohle. Ich guck mal, ob wir hier hinten... Ne, können wir nicht, weil da unser Verbündeter unterwegs ist. Können wir ihn angreifen? Nein, können wir nicht. Schade. Ja, okay. Gut, dann ist das der einzige Weg, wie man dahinter kommt tatsächlich. Ja, ist schade. Gucken wir mal, wie sich das noch alles entwickelt. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Und freue mich ein bisschen, dass wir so weit gekommen sind. Bin auch mal überlegen, weil ich hatte ja ursprünglich mein Eisenerz gefunden. Ja, okay. Dann können wir da oben auch nochmal eins hinbauen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Wisst ihr Bescheid, ne? Und um dann den Kohletransport dafür zu sichern, baue ich auf der anderen Seite dann einfach nochmal ein paar Kohlebergwerke. Und warum schaut das hier so komisch aus? Ich reiß mal die Fahne hier ab. Weil es schaut echt blöd aus. Nein! Ärgerlich! Jetzt hockt er da mit seinem Katapult. Ich glaub's nicht. Turm kann nicht angegriffen werden. Ach Mann! Aber welcher? Der da wahrscheinlich. Ja, Mist. Ja, komm, dann reiß halt das Ding ab. Komm. Fällt hier noch... Oh, was ist das denn für eine Straße? Sowas brauchen wir natürlich nicht. Straße abreißen. Das bringt so nichts. Das hat so keinen Wert. Dann würde ich gucken. 23 Minuten. Also, Folgenfinale, Freunde. Wir greifen an. Wir gehen erst nach links, nehmen ihm das linke Land alles weg. Und dann gehen wir weiter nach rechts. Obwohl, auf der linken Seite ist weniger Gefahr. Okay, wir gehen doch erst nach rechts. Weil einfach auf der linken Seite weniger Gefahr ist. Und zwar da oben, die Küste entlang. Wird angegriffen. Jetzt habe ich, glaube ich... Ja, ich glaube, ich habe ein paar Unteroffiziere jetzt in den Tod geschickt. Die werden das schon überleben. Ne? YOLO-Style. Wisst ihr ja. Hier? Was hat er denn hier für einen komischen Komplex gebaut? Okay. Ich hoffe, da hinten ist jetzt kein Katapult. Weil der Kerle hat die Angewohnheit, ganz komisch mitten in seinem Land Katapulte hinzubauen. Und er hat irgendwo noch eine stabile Münzproduktion. Das missfällt mir. Wie schaut es denn mit seiner militärischen Stärke aus?
Ja, die erholt sich langsam wieder. Er ist hartnäckig, das muss man ihm lassen. Also er hält massiv durch. Also ich habe Respekt vor ihm. Goldbergwerk, Gebäude, Holzfälle, sehr gut. Langsam wird alles fertig. Eisenbergwerk ist fertig, sehr gut. Ja, komm, erkunde mal das Land ein bisschen. Finde ich gut. Sehr schön, wie hier gleich ein bisschen das Land erkundet wird. Gefällt mir. Er hat noch volle Leben. Respekt, mein Freund. Respekt, dass er noch so wacker durchhält, unser Kollege hier oben. Der Schwächste hier in dieser Truppe. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Das wäre schade. So, noch ein Eisenbergwerk ist fertig. Sehr schön. Schauen wir uns alles gleich an, okay? Habt Geduld, Freunde. Habt Geduld. Wie das ausgeht, das will ich noch wissen. Und dann machen wir ein bisschen Überlänge heute. Ist egal gerade. Ich möchte dann noch die Nachrichten hier abarbeiten, die sich jetzt alle noch im Laufe der Zeit bilden. Ja, okay, das war unser Unteroffizier. Schade. Ganz gleich wie der Turm gehört uns. Gegenüber macht man da keine Chance. So, ja. Haben wir ganz schön eingeschnitten hier in sein Land. Müssten wir eigentlich glatt hier unten noch diese Wachstube noch erobern, um das Ganze hier anzubinden. Ja, machen wir mal schnell. Greifen wir hier unten noch an. Ja, komm, jetzt kommen die ganzen Schwachen natürlich. Mist. Wir brauchen Münzen, dringend. Und zwar hier unten. Da läuft ein Bäckermeister rum. So, was ist mit diesem Katapult? Das feuert immer noch. Sagen wir es mal so, beziehungsweise es kann immer noch feuern. Das ist ärgerlich. Da werden wir auch nicht so schnell rankommen. Ein Obergefreiter. Ich glaube, der stirbt schnell, Freunde. Der Obergefreite wird nicht lange durchhalten. Schade. Weil er hat nur 4 Leben. Und bei unserem Glück werden wir dann eh wahrscheinlich so, ja, diesen Mann sofort verlieren da, den einen. Oder schauen wir mal, es wird eine Weile dauern. Den Kampf, den machen wir noch mit in dieser Folge. Und danach, ja, wie gesagt, gehen wir die nochmal durch, die ganzen Benachrichtigungen jetzt. So, erst einmal hier alles anbinden. An unser kleines Netzwerk. So, hier das machen wir so, so. Passt. Und wenn das Ding weg ist, machen wir hier noch eine Abkürzung. Das gönnen wir uns einfach, weil wir das können. So, ihr geht alle bitte auf eure Positionen zurück. Wow, die laufen tatsächlich den ganzen Weg von hier nach da drüben rein. Ich bin beeindruckt. Über ihre Lauffreudigkeit. Okay, geht doch nicht. Schade. Na gut, müssen wir es außenrum lotsen. So, arbeiten wir mal das Ganze schnell ab. Militärgebäude erobert, passt. Militärgebäude erobert, passt. So, haben wir erledigt. Fischerhütte wurde errichtet. Das ist die da oben. Es dauert jetzt natürlich, bis die das Produzieren anfängt. Aber mal gucken. So, Eisenbergwerk wurde errichtet. Das ist das da oben. Das produziert noch nicht, weil es an Nahrung fehlt. Ich baue hier nochmal eine Fischerhütte hin. Wenn ich dir mal schon eine stand, falls... Ja, dann tut's mir leid, dass ich das jetzt hier verkackt habe. Bauen wir hier auch noch eine hin. Aber ich glaube, da hat man noch keine stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie gesagt, falls ich mich jetzt irre, Entschuldigung. Okay, das hätten wir. Dann Gebäude für Fischerhütte hier unten, nämlich. Ist in Ordnung. Gebäude Eisbergwerk, ja. Das braucht natürlich auch noch Essen.
Da kommt schon der erste Fisch. Und eine Holzverlöte, nämlich die da. So, war da jetzt noch eins? Ja, das Goldbergwerk noch. Ja, hier, das da. Fehlt natürlich auch das Essen. Schade. Ja, okay. Also, Freunde der Nacht, würde ich sagen, war es das für diese Folge von Die Siedler 2 Nächste Generation. Jetzt ein bisschen mit Überlänge. Gibt's für euch jetzt hier so einfach mal gratis reingeschmissen, weil ich gerade so lustig dabei bin. Und dann würde ich sagen, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.